Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir den Schmelzer-Dämon getötet und ja, die Folge beim letzten Mal war dann doch ein bisschen kürzer, als ich das vermutet habe. Wie gesagt, durch das Schneiden habe ich das halt nicht ganz so mitgekriegt. Aber ich meine, ich glaube, im Großen und Ganzen gleicht sich das Ganze wieder aus. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal eine Stundenfolge. Was ich aber auf jeden Fall vergessen habe in der letzten Folge, war mir die Schmelzer-Dämonenseele einmal anzugucken. Die Seele des Schmelzer-Dämonen, der in jenem Schlosshaus, das in einem Eisentümpel versank. Der alte Eisenkönig verlor sein Leben an einen Eisenhaufen, dem eine Seele geschenkt worden war. Hatte es diesen Metall-Goliath schon immer gegeben oder war er eine Schöpfung der königlichen Niedertracht? Ja, wir haben ja schon gehört, also was wir daraus erfahren, ist mehr oder minder, dass der alte Eisenkönig, den wir wahrscheinlich auch noch treffen werden, diesen Typen hier erschaffen hat, den Schmelzer-Dämon, und dass der Schmelzer-Dämon dann mit Grund war, warum der alte Eisenkönig gestorben ist. Und übrigens eine kurze Sache noch, die ich mal erwähnen wollte. Man merkt bei den Alone-Rittern, so heißen die ja, wir haben ja das Set schon von denen gefunden. Man merkt bei den Alone-Rittern, sieht man immer so eine kleine... Hier sieht man immer so ein bisschen Wasser raustropfen aus der Rüstung. Ich denke mal, die haben das halt... Das soll halt zeigen, dass die, sich nass gemacht haben, um hier der Hitze halt so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich muss auch mal gucken, ob es in dieser Folge wieder ein bisschen besser läuft. Ich meine, wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen unzufrieden, wie es läuft. Ich fühle mich ein bisschen zu schwach, um ehrlich zu sein. Aber so. Achtung. Ja, genau, das habe ich mir gedacht, dass er das jetzt macht. Ich muss vor ihm stehen bleiben. Aber eigentlich sind wir gar nicht so schwach, finde ich. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, insgesamt sind wir gar nicht so schwach. Ich muss mich halt nur ein bisschen mehr konzentrieren. Ich meine, ich wünschte, meine Waffe wäre schon ein bisschen stärker. Ich meine, fairerweise kann man immer sagen, ich könnte halt einfach das Katana benutzen. Das ist halt schon eine deutlich stärkere Waffe. Nichtsdestotrotz, das muss man ja aber nicht. Oh, hallo, mein Freund. Du fällst da eh gleich runter. Tschüss, ab in die Lava mit dir. Da hilft dir auch dein Wasser nichts. So, wir haben hier einen Hebel. Und wir haben da aber erstmal eine Tür. Ich würde sagen, wir gucken erstmal schön in die Tür hier rein. Was wir hier finden. Oh. Ja, und den Pharos Wahrheitsverkünder benutzen wir auch mal. Ich meine, wenn der in so einem Raum ist, dann zeigt er mir meist eine, ja, so eine Wand. Und ich glaube, die kann man aber auch immer wirklich erst öffnen, wenn man tatsächlich den Pharos Wahrheitsverkünder benutzt hat. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir jetzt ankommen hier. In einem versteckten Gebiet hier, oberhalb von allem. Wir können uns hier ja schon mal ein bisschen das Level angucken. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Das wird bestimmt spaßig werden. Da ist eine Kiste. Sollte keine Mimik sein, ich sehe keine Zähne. Und wir finden den Donnerquarzring. Plus 1 sogar. Erhöht die Blitzabwehr. Dieser Ring wird an der Zauberakademie von Melfia-Schülern einer bestimmten Stufe verliehen. Der Blitzquarz erhöht die Blitzabwehr. Pyromant-Glocken hat so viele Kopien hergestellt. Pyromant-Glocken. Heißt der so? Hat so viele Kopien hergestellt, dass sie weit verbreitet sind. Seine Magierkollegen haben ihn deswegen in Raumtonen gescholten. Er würde die Lektionen untergraben, die nur mit hartem Training erlernt werden können. So, so. Oh, ein Bonfire. Nice. Ich meine, das nehme ich doch ganz gerne. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben, glaube ich, ganze Menge Seelen gerade, ne? Da teleportieren wir uns mal zurück. Wir skillen einmal eine Runde. Dann können wir nämlich, glaube ich, den Zweihänder schon nutzen. Und ich glaube, wir haben auch, wir haben beim letzten Mal ja auch ein paar große Scherben gefunden. Das heißt, wir müssten auch den Zweihänder weiter verstärken können. Das bisschen blöd ist gerade. Ich habe nochmal nachgeguckt bezüglich der guten Frau da vorne, was mit ihr ist. Sie stockt ihr Inventar nicht auf, wenn man was kauft. Das hatte ich falsch im Kopf. Sie stockt ihr Inventar einfach im Laufe der Story auf. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Das heißt, das wird später einfach automatisch aufgestockt. So, dann können wir unseren Zweihänder aber auf jeden Fall schon mal... Hier brauchen wir halt Brocken. Ich meine, ich kann auch immer noch meine Rüstung machen. Ich könnte... Bringt das viel, die Rüstung zu verstärken? Muss ich gleich mal gucken. Erstmal gucken, jetzt mein Zweihänder, wo ist denn der? Zweihänder, wo bist du? Da. Zack.
So, ich kann ja aber auch... Das Ding ist, ich kann ja auch große Titanitscherben theoretisch kaufen. Da muss ich nur zum MacDuff eigentlich mal. Meine, hier brauche ich Titanitscherben für. Macht die stärker, die Rüstung, ein bisschen? Vor allem ist die Frage, macht die denn auch das Poise stärker? Wo ist denn hier Poise? Mal ganz blöd gefragt. Da Balance wird aber leider nicht verstärkt dabei. Das ist ein bisschen schade. Das wäre das, was mir noch am wichtigsten wäre. Der Schutz an sich ist zwar auch ganz gut, aber Poise, also Balance, wäre noch am wichtigsten. Ich weiß nicht, der Schutz, ob sich das lohnt. Ich meine, ich habe Titanitscherben, aber ich will jetzt erstmal die Seelen nicht dafür verwenden. Falls ich irgendwann noch mal eine andere Rüstung verwenden will, das weiß ich nicht. Auch wenn ich die halt, wie gesagt, an sich ganz cool finde. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal ganz kurz zu MacDuff. Und kaufen bei ihm mal noch zwei große Titanitscherben. Ich glaube, das kostet insgesamt 5000. Das heißt, ich muss eine Seele nehmen. Ich glaube, die hier bringen die nicht sogar 5000. Ah, nee, nur 2000. Dann bringen die aber 3000, oder? Ja, perfekt. Damit habe ich 5000. Aber ich brauche ja auch noch was für die eigentliche Verstärkung dann gleich. Ich will mit ihm reden. Nein, ich will mit ihm reden. Ich meine, ich könnte natürlich meine Waffen auch noch durchdringen, so theoretisch. Ich könnte da quasi einen Feuer-Zweihänder draus machen. Ich weiß halt nicht, das kommt halt, oder ein Blitz-Zweihänder halt. Frage ist halt, gut, ich habe gar keinen Stein dafür, mir fällt mir gerade auf. Pfahlstein, Blutung könnte ich drauf machen, ich könnte Krude machen. Der verringert halt, wie gesagt, genau, der verringert halt das Scaling. Ich meine, wobei der Zweihänder scaled halt nicht so gut. Generell nicht so gut, aber vielleicht scaled er besser, wenn man es weiter aufwertet. Ansonsten könnte ich halt noch Gift drauf machen. Naja, ich würde erstmal sagen, wir kaufen erstmal ganz normal. Zweimal. Sehr gut. Und dann können wir den nämlich nochmal verstärken, den Zweihänder. So, und dann können wir theoretisch auch den benutzen. Frage, will ich das jetzt schon? Ich meine, der ist auf plus 6. Ich müsste mal kurz gucken. Oh, ich kann ihn sogar... Achso, ich habe den Dingens eh nicht ausgerüstet. So, genau, ich kann ihn nämlich auch einhändig führen. Ich will nur mal gucken. Oh, ich kann eine ganze Menge Schläge mit dem Ding machen. Wie viel... Oh Gott, die Hunde haben mich bemerkt. Nur mal kurz gucken. Also für so einen Hund ist der auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich will mal kurz den Vergleich haben. Vielleicht auch mal mit dem Nodachi. Das Nodachi macht an sich auch weniger Schaden. Was mich am Nodachi ein bisschen stört, muss ich sagen, ist, dass es zweihändig echt viel Ausdauer verbraucht. Ich kann nur drei Schläge zweihändig machen mit dem Nodachi. Wie ist das mit dem Zweihänder, wenn ich den zweihändig nehme? Ja, gehen auch nur drei Schläge. Aber der Zweihänder macht halt jetzt schon mehr Schaden. Ist halt dafür ein bisschen langsamer, ne, muss man sagen. Ich glaube, wir nehmen den einfach mal. Ich meine, stärker als die Waffe, zumindest im Einzelschaden, ist er natürlich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist ja eher eine schnelle Waffe, mit der sollst du ja öfter angreifen. Wieso kann ich das nicht benutzen, weil Gegner in der Nähe sind? Müssen wir mal gucken, aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt... Oh, der Sonnenturm. Ich bin halt ehrlich gesagt ein Spieler, der... gerne mit größeren Waffen spielt. Also ich mag das halt so ein bisschen das sinnvoll. Also im PvE ist das halt sehr hilfreich, finde ich, weil man da einfach ein bisschen, oder weil es da einfach ist, den Gegner so ein bisschen zu spacen, dass man den im richtigen Moment angreift. Wer bist du denn? Ach, du bist so einer. Ja, komm, machen wir das doch mal, dann werden wir hier nicht invaded. Das ist eigentlich ganz gut. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Sonst noch was? Der ist ein bisschen verrückt, hä? Der Typ ist leicht verrückt, habe ich das Gefühl. Ja,
Ja gut, das hatten wir schon gerade. Ja, und im Prinzip, ich meine, so einen Glockenturm hatten wir ja schon mal damals, falls ihr euch erinnert. Da war es der Mondturm. Und das hier ist jetzt... Ah, Mist, der überlebt das sogar ganz knapp. Und das hier ist jetzt der Sonnenturm. Und wie er es schon sagt, der eine Turm ist quasi für den... für die Prinzessin gewesen. Das ist der Mondturm, glaube ich. Kann ich den treffen, den kleinen? Und das andere, der Sonnenturm hier, ist für den Prinzen. Interessiert er sich gar nicht für mich? Dann mach ich das nochmal. Und die Geschichte dahinter ist halt einfach der Prinz und die Prinzessin von Alken und Wenn war es jetzt, glaube ich. Ist das eine Magierin? Die konnten halt... Huch, das sollte, glaube ich, ein Backstep... Hallo? Kann ich dann bitte auch den Backstep kriegen? Danke. Die waren im Prinzip ein bisschen, oder die sind quasi verliebt ineinander gewesen und haben sich mehr oder konnten sich, was war denn das jetzt? Kann ich den Typen treffen? Nee. Und konnten sich aber nicht treffen, also es ist so ein bisschen so eine Romeo und Julia Geschichte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ja, es wurden dann eben die beiden Türme erschaffen, die sie mehr oder minder näher bringen sollen, aber gleichzeitig sind sie auch weit voneinander entfernt. Es gibt auch die Theorie, dass die Mytha, die Unheilskönigin, dass die Prinzessin von Alken war, weil der... weil uns der Gilligan ja gesagt hat, dass die eins aus einem fernen Land kam. Oder beziehungsweise aus einem Land in der Nähe. Und wie gesagt, der Turm hier, die Türme sollen ja die beiden ein bisschen näher bringen, sag ich mal. Deswegen kann man vielleicht davon ausgehen, dass Mytha, dass Mytha einst die Königin von Alken war. Allerdings finde ich die Theorie ein bisschen komisch, weil ja ihre ganze Geschichte daraus besteht, dass sie, und hier können wir dann auch die Glocke läuten, dass sie, die Geschichte besteht ja darin, dass ihr Mann sie nicht mehr geliebt hat und sie deswegen versucht hat, schöner zu werden. Und sie deshalb versucht hat, schöner zu werden durch ihr Gift. Und das würde das Ganze mit dem Prinzen irgendwie ein bisschen kaputt machen, weil warum sollte sie für ihren Mann schöner werden wollen, wenn sie eigentlich, wenn sie doch eigentlich, in einen Prinzen verliebt war, den sie nicht treffen konnte. Oh, wow, wow, ganz ruhig, mein Freund. Der hat eine Doppelarmbrust hier. Oh, ich liebe große... Ganz ehrlich, mit der einen Hand kann ich sogar mehr als drei Schläge machen. Ganz ehrlich, schwarze Hexe Domino-Maske. Oder Domina-Maske wahrscheinlich, oder? Domino-Maske. Oh, dreckiger Dan. Das wird dann wahrscheinlich ein NPC sein, vermute ich mal. Wo ist denn der jetzt? Ja, wie gesagt, deswegen finde ich die Theorie, dass es Mytha sein soll, ein bisschen... Ah, da unten ist er. Dass es Mytha sein soll, ein bisschen unlogisch... Das ergibt halt meiner Meinung nach einfach keinen wirklichen Sinn. Dann komm mal her, dreckiger Dan. Das mit dem Backstep klappt irgendwie nicht so gut. Mit dem Zweihänder habe ich das Gefühl. Der Typ nutzt auch erstmal schön einen Katana. Ein Glück hat der nicht getroffen. Alter, macht der Damage. Shit, ich bin tot. Ja. Das habe ich mir gedacht. Das war eine dumme Heilung. Okay, da ist jetzt natürlich mein Zweihänder ein bisschen blöd gewesen gegen seinen Katana. Ich sag ja, im PvP sind die Katanas halt besser, weil sie schneller sind. Machen halt nicht ganz so viel Schaden, sind aber schneller haben. Und gerade sowas wie das Nodachi hat halt eine unglaubliche Reichweite. Deswegen sind die im PvP ganz gut. Im PvP sind halt Großschwerter selten jetzt eine gute Waffe, weil denen halt zu einfach auszuweichen ist. Ich nehme mal ganz kurz ein Menschenbild. Den ist halt einfach zu einfach auszuweichen. Du siehst den Angriff lange vorher kommen. Weswegen es schwer ist, dem Angriff, den Angriff da damit zu treffen. Da muss man schon ein bisschen, sag ich mal, clever agieren. Hier im PvE wollen die Gegner ja meist nicht. Das heißt, ich kann einfach den machen, solange ich das halbwegs sinnvoll space, machen die Gegner hier nichts dagegen. So, die große Frage wird halt sein, wird mich der dreckige Dan jetzt nochmal invaden? Wahrscheinlich.
Und gleich nochmal. Ah, guck mal, die Hexe scheint nicht zu respawnen. Interessant. Respawnt der fette Typ? Nee, der respawnt auch nicht. Das sind einmalige Gegner, die hier offensichtlich die Glocke bewachen sollen. Vielleicht sollen sie so ein bisschen Prinz und Prinzessin darstellen. Ich weiß gerade nicht, wie das beim Mondturm ist, ob es da welche gab, die respawnen. Oder die nicht respawnen halt eher. Bin mir da nicht sicher. Ich mache den Mondturm eigentlich immer nur, um schnell die Gargoyles zu machen. Und achte, ich glaube, da gibt es nur diese Zwerge als Gegner. Auf jeden Fall haben wir jetzt gelernt, die Zwerge wurden offensichtlich... Und der Typ mit der Doppelarmbrust ist ja auch nicht nochmal... wurden offensichtlich von dem Prinzen erschaffen. Interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, der Prinz von Wen und die Prinzessin von Alken. Man kann halt hier davon ausgehen, dass das hier einst, bevor der alte Eisenkönig, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorausnehmen, der alte Eisenkönig hat hier einst quasi das Land, ach Gott, die haben alle Bögen, na klar. Der alte Eisenkönig hat hier einst das Land übernommen. Und der hat geblockt, der Wichser. Eingenommen und man kann davon ausgehen, dass das halt vorher, aua, dass das halt vorher das Land Wen war. Alter. Fick dich doch. Ich hasse die Typen mit ihren scheiß Ultra-Großschwertern. Das ist halt wieder typisch, das ist halt wieder so typisch Dark Souls 2. Das ist halt wieder so eine Stelle, da muss man eigentlich vorsichtig agieren. Das ist halt das, warum ich auch die ganze Zeit so vorsichtig eigentlich agiere bei Dark Souls 2, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil die Gegner, oder es ist halt oft so, dass halt mehrere Gegner am Stück da sind. Fairerweise muss man sagen, das war bei Dark Souls 1 auch so. Ich weiß nicht, warum es da irgendwie nicht so schlimm wirkt. Ah ja, stimmt, deswegen habe ich die einhändig geführt, weil die Typen ja das trotzdem überlebt haben. Das Problem ist, dass da jetzt meine Seelen liegen. Das gefällt mir irgendwie weniger. Plopp. Plopp. Bei Dark Souls 1 ist es auch so gewesen. Keine Ahnung, warum mir das bei Dark Souls 1 leichter gefallen ist. Ich muss halt sagen, ich habe immer das Gefühl, dass das Tempo in Dark Souls 2 ein bisschen langsamer ist. Aber ob das jetzt eine Entschuldigung dafür ist? Ah, jetzt kommt er wieder. Na, mal sehen, ob ich ihn diesmal kriege. Nice, das war schon mal ein guter Treffer. Das meine ich. Alter, das ist doch nicht normal. Ich konnte nichts machen. Das ist nicht normal, was die Dinger für eine Reichweite haben, die scheiß Katanas. Das ist so unübertrieben. Wie gesagt, im PvE ist es eigentlich gar nicht so wild, weil du da meist mit einem Ultra-Großschwert machst du halt mehr Schaden und kannst das gut spacen, aber im PvP, oh, wobei er ist ja eigentlich auch ein PvE-Gegner, von daher, ich hab's unterschätzt mal wieder und ich sterb hier schon wieder mega oft. Ich hab fast das Gefühl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab fast das Gefühl, ich bin bei meinem Blind-Playthrough nicht so oft gestorben, aber wie gesagt, ich muss auch ehrlich sagen, bei meinem Blind-Playthrough hab ich deutlich mehr, jetzt sind meine Seelen natürlich für immer weg. Habe ich deutlich vorsichtiger gespielt und habe vor allem auch, wieso treffe ich den jetzt nicht mehr? Und habe vor allem auch natürlich ein Bild gebaut, der von Anfang an auf Nahkampf mit Ultra-Großschwertern ausgelegt war. Hier habe ich ja so ein Mischding gebaut, was ich nicht schlimm finde. Aber hier bei den Ultra-Großschwertern merkt man auch nochmal, dass es echt wichtig sein kann, wie stark man trifft tatsächlich oder mit wie viel man trifft. Oh, ein Glockenhüterbogen. Nice, können wir ja mal kurz angucken. Vielleicht invadet mich der Dan dann wieder. Der Glockenhüterbogen. Ah, davon haben wir schon einen. Okay, na, dann brauchen wir nicht lesen. Wahrscheinlich haben wir den im Glockenturm, in dem anderen Glockenturm gefunden. Ich meine, ich könnte die da unten jetzt auch zum Beispiel mit... ich könnte die da unten jetzt beispielsweise auch einfach, na, sag schon, einfach abschießen. Das ist ja auch irgendwie langweilig. Oh Mann, Leute, es gefällt mir gar nicht, was er hier tut. Ich hasse den Typen mit seinem scheiß Ultra-Großschwert da. Der muss eigentlich zuerst sterben. Aber es ist leichter gesagt als getan, ne? Und natürlich trifft er mich da noch. Ach. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich sagen muss, das machte Dark Souls 1 deutlich einfacher. Wenn du da einen Estus getrunken hast, ging das erstens schneller.
Boah, das ist heute wieder eine Folge. Wenn du Estus getrunken hast, ging das erstens schneller. Und es hat auch nicht so lange gedauert, bis der Estus dein Leben wieder aufgefüllt hat. Hier geht das so, wenn du den Estus getrunken hast, also wenn die Animation abgeschlossen ist, beziehungsweise wenn das Trinken abgeschlossen ist, dann lädt sich das zwar schneller auf wie, als bei einem Lebensstein, aber es lädt sich immer noch recht langsam auf. Das heißt, wenn der Gegner dich dazwischen noch trifft, weil du willst ja einen Estus eigentlich auch erst nehmen, wenn dein Leben gering ist, dann kann der dich noch töten, obwohl du gerade dabei warst, einen Estus zu nehmen. Oder obwohl du sogar schon den Estus genommen hast. Dein Leben hat sich quasi schon wieder aufgefüllt. Hallo? Wo kommst du denn her? Der hat sogar Doppelkatanas, der Typ, ey. Wo kommt denn der jetzt her? Warum mache ich eigentlich den R2-Angriff so selten? Der ist super. Okay, keine Ahnung, was es mit dem jetzt auf sich hat. Ob hier manchmal random einfach rote Phantome gespawnt werden oder ob das daran lag, weil ich zu oft gestorben bin. Kann ich mir auch vorstellen vielleicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Wie gesagt, eigentlich bin ich... Ich glaube, bei meinem ersten Durchlauf bin ich ja gar nicht so oft gestorben. Aber wie gesagt, im ersten Durchlauf war ich auch wesentlich vorsichtiger. Da habe ich zum Beispiel die Gegner, da bin ich mir ziemlich sicher auch mit dem Bogen abgeschossen, bevor ich runter bin. Das kommt halt dazu. Alter, ey. Der schießt aber auch immer gleich doppelt, ne? Ah, dass der noch so rumzieht, ey. Nein. Ey. Ich raff's nicht. Warum kriege ich denn diesen Gegnertyp einfach nicht erledigt? Das gibt's doch überhaupt nicht. Also, das, wobei, es ist halt nicht der Gegnertyp. Ich komme ja gar nicht dazu, den Typen mit dem Ultra-Großschwert zu bekämpfen, weil, weil die Typen mit ihren scheiß Bögen und Feuerbomben mich die ganze Zeit... verhauen hier. Ach, ist doch schrecklich. Das ist nicht mal ein Boss und es ist eigentlich auch kein... Wie gesagt, das ist halt wieder so ein typisches Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Ding wäre auch lange nicht so einfach, nicht so schwer, wenn du ein Gebiet hättest wie das hier. Mit Säulen, wo du die voneinander trennen kannst. Mit, oder generell ein großes Gebiet, wo du einfach auch mal einen gewissen Abstand schaffen kannst zwischen den Gegnern. Das heißt, du kannst mal wirklich Abstand gewinnen, gerade von dem, der stark angreift. Wodurch du dann auch mal Zeit hast, ein Estes-Flakon zu nehmen und so weiter und so fort. Das hast du halt in dem Gebiet da gar nicht. Ich meine, ich könnte da, glaube ich, weiter in das nächste Gebiet rennen, theoretisch, aber ich weiß nicht, wie es da aussieht. Am Ende renne ich da auch wieder in die nächsten Gegner rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Gebiet da unten ist an sich eigentlich nur schwer, weil es so super eng ist. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, gehe ich, glaube ich, auch einfach auf den Bogen und schieße die Feuer ab, weil mir geht das ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Dieses ganze Hingestelle hier. Ja, die Feuerbomben kommen halt auch noch dazu, ne? Hey, ich habe den Typen getroffen. Nice. Vielleicht sollte ich doch erst den besiegen. Der hält nämlich gar nicht so viel aus. Ja, ich glaube, ich habe die Strategie gefunden. Ich dachte halt... Wow, okay, jetzt bloß nicht. Das ist doch nicht wahr. Warum heilt der Estus denn so scheiße langsam? Es ist... Ich raff das nicht. Warum heilt der Estus denn so scheiße langsam? Das Ding ist, normalerweise würde ich das jetzt schneiden. Ich hatte aber ehrlich gesagt niemals... Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich habe das jetzt mal geschnitten, weil die ganzen Versuche... Obwohl, da war immer was dazwischen. Ach, ich glaube, ich schneide das nicht. Das Problem ist... Es ist ja hier... Wir sind ja immer schnell wieder da. Ach, warum heilt der Estus denn so scheiße langsam? Aber wenigstens ist der olle große Typ jetzt nicht mehr da. Der respawnt auch nicht. Ich hätte mich halt von Anfang an einfach um den großen Typen kümmern sollen. Ja, also das war heute eine Folge zum Vergessen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, das war eine richtig schlechte Folge. Aber wir werden am Ende wenigstens noch durch den Sonnenturm hier kommen, hoffe ich. Glockenhüter Schild, hey, guck mal. So, und danach muss ich auch bald mal wieder ein Menschenbild nehmen. Ach da.
Eine hölzerne, von Glockenhütern verwendete Parma. Da sie äußerst leicht ist, ist für sie kaum Stärke erforderlich. Die Glocken symbolisieren verbotene Liebe. Die Glockenhüter, ihre treuen Wächter, sind stets bereit, Eindringlinge zu vernichten. Bis in alle Ewigkeit müssen sie bewachen, diese entschlossenen, ob schon unglückseligen Marionetten. Weil ich mich frage, warum ist nicht der Sinn, die Dinger hier, die Glocken zu läuten, oder... Ich meine, wir sollen die Glocken bewachen vor irgendwelchen bösen Eindringlingen, aber sollen die Glocken nicht geläutet werden? Für die Liebenden oder so? Vielleicht sollen eigentlich der Prinz und die Prinzessin die Glocken läuten, wer weiß. Sehr gut, beide getroffen. Nice, na also. Ja gut, jetzt ist der andere Gegner. Hier, da man sieht man's. Also, sobald der andere Gegner nicht da ist, zack. Ah, hier ist auch eine Leiter. Na gut, man muss ja irgendwie wieder wegkommen, klar. Ja, gut. Das war heute eine Folge. Aber ich meine, es kann halt eben mal passieren, ne? So ein Tag. Selbstverbrennung. Was ist das für Zauber? So eine Folge kann halt leider jedem mal passieren. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel. Ich meine, viele gucken es ja ehrlich gesagt eh nicht. Diese Pyromanzie erzeugt eine Flammenhülle und verbrennt Feinde in der Nähe des Wirkers. Der Zauber ist gefährlich, da er im aktiven Zustand auch den Wirker verbrennt. In Flammen zu stehen ist nur halb so schlimm, wenn einen das Begehren verzehrt. Okay, alles klar. Triklops-Schlangenpastilen. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht zu übel, dass ich hier so ein bisschen abgefailt habe heute. Ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel. Warum solltet ihr es mir übel nehmen? Weil ganz ehrlich, ich habe ja jetzt nichts Böses verbrochen oder so. Das war, glaube ich, auch schon der ganze Turm. Toll. Ich habe ja jetzt irgendwie nichts Böses verbrochen oder so. Sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz, ja, ein bisschen schade. Die Frage ist, ist es eigentlich sinnvoll, hier jetzt immer wieder rauszugehen? Die Typen da merken nichts. Das Lustige ist, man kann hier das Ding senken. Aber dann kommt blöderweise ein anderer. Den muss ich mal hier blocken. Ich warte mal, bis er nochmal zieht. Dann fahre ich ihn wieder hoch. Weil der Typ geht mir... Obwohl, warte, ich will das, glaube ich, unten gelassen haben. Ich will das unten lassen, das Ding. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Was machst du dann, Freundchen? Versucht es weiter. Ich habe halt ehrlich gesagt keine Lust, dass der mich jetzt die ganze Zeit beschießt. Ich würde es aber gerne unten lassen, muss ich sagen. Kann ich dich nicht irgendwie hierher locken? Das ist jetzt vielleicht wirklich mal so ein Gegner, weil der beschießt mich sonst die ganze Zeit. Da habe ich ehrlich gesagt null Bock drauf. Ja, das habe ich mir gedacht. Die gute alte Dark Souls-Physik hier. Nice, Poise durchbrochen. Das ist jetzt so ein Gegner, weil der beschießt mich sonst die ganze Zeit. Das muss jetzt echt nicht sein. So, und dann nochmal ein leichter Pfeil. Perfekt. So, den Bogen wieder weggesteckt, weil sonst habe ich eine Fat Roll. Und das wollen wir ja nicht. Weil ich brauche das Ding, glaube ich, hier unten, um an einen bestimmten Punkt auch zu kommen. So, oh, da unten ist so ein Lizard. Hier muss man bloß ein bisschen aufpassen. Ach, shit. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Lizard kriegen soll, ehrlich gesagt. Weil das Ding ist, man muss ja aufpassen, dass man hier nicht auf die Schalter tritt. Ansonsten kommt hier Lava runter. Und da ein so ein Typ gleichzeitig noch beschießt, weiß ich nicht, wie man schnell genug hier hinterkommen soll, um den Lizard zu töten, ohne dass der Typ einen kriegt. Wahrscheinlich muss man das schaffen. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, aus Versehen raufgekommen. Wahrscheinlich muss man das schaffen, bevor, mit einem Hit. Hier muss man übrigens auch aufpassen. Hier gibt es auch so ein paar Schalter, die man nicht unbedingt umlegen will. Weil sonst fliegen die ganzen... Sonst drehen sich die ganzen Plattformen hier um, tatsächlich. Deswegen ziehe ich dich mal ganz kurz hier rüber. Und bekämpfe dich mal hier. Ich hoffe, hier ist genug Platz. Oh, jetzt kommen beide, ehrlich. Sehr gut. Oh, da kommt noch einer. Der trifft mich nicht hier. Wie geil. Okay, eigentlich wäre ich hier schon fast tot gewesen, aber der hat mich ja einfach nicht getroffen. Das ist ja der Hammer.
So, dann hole ich mir gerne den Bogenschützen da drüben noch. Ich muss bloß wieder auf irgendeine mögliche Falle aufpassen. Wow, nice. Hübscher Backstep, muss ich mal sagen. So, und dann holen wir uns die Schildkröte da drüben noch, den Schildkrötenkrieger. Aufpassen. Hier, ich darf nicht auf diesen Schalter kommen, der hier irgendwo ist. Sei denn, er steht gerade drauf. Aber warum dauert das so lange? Oh oh, das wird gefährlich. Steh doch auf, Junge. Alles klar. Oh, der hat sogar was fallen lassen, der Schildkrötenkrieger. Und schon läuft es wieder gleich viel besser. Ich habe kaum noch Leben, aber es läuft viel besser. Oh, große Titanitscherbe, sehr nice. Große Seele eines namenlosen Soldaten. So, und weil wir das Ding hier runtergefahren haben, können wir nämlich jetzt auch hier hochklettern. Was mir sehr gut gefällt. Jetzt kommen wir doch noch hier ein bisschen voran. Möchte ja wohl sein, ne? Oh, hallo. So, hier. Oh, shit. Zack. Und... nein! Ich bin fast tot. Nice. Gerade so, aber noch hingekriegt. Das war sehr knapp. Ah, weitere Ritterstulpen. Von denen habe ich ja zum Glück noch überhaupt keine. So, da vorne ist ein Kistchen. Frage ist, ist das eine Mimik? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Oh. Oliver, der Sammler. Ah, Zerstörungsgroßpfeile. Keine Ahnung, wie stark der eigentlich... Ah, der dual-wieldet auf jeden Fall. Aber ich gebe ihm erstmal einen Backstep. Ah, der hält natürlich mindestens genauso viel aus hier. Ach, guck mal, der hat diesen komischen Ring an. Der diesen roten Augeneffekt macht. Alter, das ist ja so billig. Warum habe ich das gegen diesen anderen Invader nicht gemacht? Das ist ja so billig. Ja, okay, jetzt wüsste ich, wie ich den anderen Invader mit seinem komischen Katana auch besiegen sollte. Ich habe mich da ein bisschen zu sehr vom Katana, reinlegen lassen. Ich glaube, das hier ist einfach wieder nur Wasser. Wenn da so ein Ding davor ist, ist das meist nur Wasser. Das lohnt sich dann immer nicht, finde ich. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Da ist noch ein dritter. Okay, ganz ehrlich, das ist wieder ein Moment für den Bogen. Also bevor ich da jetzt, ganz ehrlich, bevor ich da jetzt wieder rausrenne und ewig nichts kriege, ganz ehrlich, da mache ich das mit dem Bogen. Es dauert jetzt zwar ein bisschen, muss halt immer warten, bis sie geschossen haben. Ja, das habe ich mir gedacht. Weil ganz ehrlich, das ist wieder so eine Stelle, klar, die kann man schaffen. Und wahrscheinlich kann ich die auch gut schaffen. Aber ich habe schon eine ganze Menge Leben verloren. Durch meine Hüllisierung. Durch meine Verhüllung. Und so kann ich zumindest... also... ehrlich? So, so ist zumindest der erste schon mal tot. So, den zweiten hole ich mir dann auch noch und den dritten mache ich dann im Nahkampf wieder. Das Problem ist halt, ich glaube, ich würde es schaffen, da mein Zweihänder halt echt gut ist, was Poise durchbrechen angeht. Aber wenn du halt dann, gerade bei so wenig Leben, wie ich momentan habe, wenn ich dann halt mal zwei Pfeile reinkriege, ne, und ich dann halt nicht dazu komme, den zweiten Schlag anzusetzen. Das Problem ist gar nicht mal der Schaden, den ich dadurch kriege, sondern das große Problem ist eigentlich... oh, shit. Ich habe vergessen, den Bogen wieder abzulegen. Das Problem ist gar nicht mal der Schaden, den ich wahrscheinlich durch die Pfeile kriegen würde, sondern das große Problem ist, finde ich, eigentlich viel eher die Tatsache... Großaxt des Schwarzen Ritters, das viel größere Problem ist, finde ich, die Tatsache, dass ich...
dass ich dann halt den zweiten Angriff nicht mache. Das heißt, der vor mir kann mich dann gegenangreifen und dann werde ich halt wieder so quasi durcheinander gehauen, wie das halt schon, wie wir das halt schon gesehen haben bei, ja, im Sonnenturm, wo es ja jetzt nicht allzu perfekt lief, wenn ich mal ehrlich bin, ne? So. Da unten steht ein Alone-Krieger. Da steht ein Alone-Warrior. Wir sind hier tatsächlich an der Stelle. Ich würde eigentlich nur gerne noch das Item mir schnappen. Und dann mich wieder verpieseln. Wie viele Heimatknochen habe ich eigentlich noch? Zwei. Dann würde ich mich nämlich eigentlich schon fast wieder verpieseln wollen, weil wir sind hier tatsächlich an der Stelle, wo ich noch gar nicht unbedingt weiter will. Puh, geschafft. Nehmen den Gegenstand. Der goldene Schlangenring, nice. Der sieht mich gar nicht. Ah, der achtet wahrscheinlich darauf, dass ich da runterfall, dass ich da unten langkomme. Der will mich verarschen, der Typ. Ah, der hat mich gesehen. Oh, das war der Sprungangriff. Der macht ja nochmal mehr Schaden. Alter Falter. Vorne ist nämlich eine Nebelwand. Wir können ja, ganz ehrlich, wisst ihr was, wir gehen mal ganz kurz durch die Nebelwand einfach. Denn das Ding ist... das war eine dumme Idee. Denn das Ding ist, wir landen hier wieder an der Stelle, wo wir waren. Das ist eine dumme Idee. Oh Gott. Das mit der Schildkröte gefällt mir jetzt nur bedingt. Weil ich hier schlecht ausweichen kann. Nein, falsche Richtung. Weil ich hier nur so bedingt gut ausweichen kann. Meine, das Gute ist, ich habe hier schon alle Gegner besiegt soweit. Deswegen kann ich die Schildkröte mal hierher locken. Ich glaube, die kriegt sogar Schaden durch die Flammen. Aber leider habe ich das jetzt nicht so gut getimed, dass das in irgendeiner Form gepasst hätte. Vielleicht time ich es ja diesmal richtig. Ich will ganz ehrlich meine Seelen jetzt bloß noch sicherheitshalber an den Ausgangspunkt legen, der für mich ein bisschen einfacher wird. Um sie später wiederzuholen, falls das Vieh mich jetzt tötet. 2 und 3. Zack. Komm, mach nochmal deinen Angriff von oben. Sehr schön. Zack. Und zack. Und damit habe ich sogar besiegt. Guck mal einer an. Ach, wisst ihr was, da ich so viel gestorben bin in der Folge, gehen wir da hinten vielleicht sogar mal noch ein bisschen weit. Obwohl, ganz ehrlich, wartet mal, wir holen uns das Item auf jeden Fall da vorne. So viel ist klar. Wir holen uns auf jeden Fall dieses Item da vorne. Und dann mache ich aber, glaube ich, zurück zum Bonfire, weil 26.000 Seelen sind 2 Level-Ups. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Und das Gebiet, was als nächstes kommt, ich meine, wir haben noch Estes, das ist nicht das Problem, aber ich würde auch gerne ein Menschenbild, glaube ich, vorher nochmal nehmen. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz schön. Und ich glaube auch tatsächlich, jetzt wo ich einmal oben war, ich meine, wir können wieder versuchen, oben lang zu gehen, aber dann muss ich jedes Mal an diesen 3 Bogenschützen vorbei, da habe ich ehrlich gesagt eher weniger Bock. Ich glaube, wir ziehen das Ding mal hier wieder runter, weil, beziehungsweise wieder hoch, weil dann kriegen wir nur einen Gegner, der halt im Nahkampf gut ist. Und so können wir dann, müssen wir nicht mit diesen blöden Bogenschützen kämpfen. Was ja schon ein bisschen nervig ist. So, dann mal hier wieder ab zum Bonfire. Okay. Ich merke gerade, das ist eine dumme Idee, hier jedes Mal durch das Bonfire zu gehen. Das macht's, ist eine doofe Idee, weil ich dann jedes Mal durch den Sonnenturm rennen muss. An sich ist der Sonnenturm jetzt auch nicht viel schwieriger, aber jetzt, wo die ganzen Viecher weg sind. Aber ja, ich meine, vielleicht könnte ich den einen Gegner, der mich invadet, nochmal besiegen. So, was wollen wir jetzt noch nehmen? Ich meine, ich bräuchte noch ein bisschen Geschick für das Power Stancing hier, für der Power Stance, aber ganz ehrlich, ich hole mir noch ein bisschen Vitalität und Konstitution. Ich nehme mal ganz kurz noch eine kleine Seele, weil das bisschen, was da jetzt fehlt, das werden wir uns bestimmt jetzt nicht entgehen lassen. Hier, da reicht so ein Mini-Ding. Oh, ist ja sowieso eine Tausender-Seele, nicht schlecht. So, dann nochmal aufsteigen hier. Und ich nehme mir nochmal Konstitution.
Schaden tut es nämlich auf jeden Fall nicht. Dann nehme ich mir ein Menschenbild, damit ich mal meine Haare zurückkriege, weil es kann ja nicht sein, dass wir so aussehen, wie wir aussehen. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Ah, viel besser. Geht es beim nächsten Mal weiter. Ja, guckt mal, es ist schon ein ganz schönes bisschen. Ich kann ja mal gucken auf den Spielerstatus, wie viel das sind. 1244 haben wir jetzt. Und wenn ich mich heile, habe ich... Ach so, toll. Danke. Das hilft natürlich. Okay, also 1244 haben wir insgesamt. Okay, gut. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Und werden mal schauen, dass wir dann auch ein bisschen noch weiter durch das Eisenschloss kommen. Ich hoffe, es war trotz der vielen Tode nicht allzu schlimm und ihr habt euch halbwegs unterhalten gefühlt. Es gab immerhin eine Geschichte zu einem kleinen, zu einem Paar von einem Prinzen und einer Prinzessin. Und beim nächsten Mal geht's hier weiter durch das Eisenschloss. Hoffentlich dann auch mit ein bisschen Erfolg. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.